Hallo Leute, willkommen zurück zu Darksiders. Beim letzten Part wurden wir gerufen, um den Fluss einzuleiten, was allerdings ein Fehler war. Und deswegen wurden wir bestraft, uns wurde alles genommen. Und wir müssen jetzt herausfinden, wer der Verräter ist. Das hier sind Dämonensingen, die wir zum Kaufen von Vertikat etc. benötigen. Ja. Blaue Seelen sind die Währung, grüne Seelen erhöhen die Gesundheit und gelbe Seelen erhöhen unseren Zorn. Zorn billige. Nur wenige können sich seine Dienste leisten, aber vielleicht kannst du mit ihm handeln. Der Rat gibt sich jetzt mit Dämonen ab, ist das so? Als der Pakt gebrochen wurde, verloren einige Dämonen die Gunst des Zerstörers. Wulgrim ist einer dieser Verstoßenen. Er möchte schon seit langem eine Audienz bei uns. Das war der, den ich versucht habe. Wie lange bin ich schon hier? Ich werde im Laufe des LPs alle Artefakte sammeln. Also angemerkt. Das heißt dann weiter viel mit. Sind eh nur 27. Anscheinend haben wir unser Ziel ein klein wenig verfehlt. Nicht so schnell, Reiter! Bis das hier vorbei ist, bist du ein Hund an der Leine. Wenn ich sage, gib laut, dann bellst du. Wenn ich sage, sitz, dann solltest du dich damit beeilen. Und wenn ich dich treten muss, solltest du vorher deine Zähne rausnehmen. Verstanden? Oder soll ich dir beibringen, wie man sich totstellt? Guter Junge. Den würde ich am liebsten köpfen für solche Sprüche. So, das hier ist das Seraphim-Teil. Hier sollte noch keiner zu packen sein. Ach ja, der Beobachter, der sagt, uns, wo wir hin müssen. Das hier ist unsere Map, okay. Lokal. Die Weltkarte. Das sind unsere Werte. Und Tipps. Oh, das haben wir jetzt. Wahrscheinlich kommt das nicht viel. Ist mir eigentlich auch egal. Das hier ist gut, da wir ein bisschen konnten. Ach, es gibt in dem Game hier keinen Sprint. Deswegen. Benutze ich den Dash, um ein bisschen schnell voranzukommen. Okay. Schön, dass da auch stand. Natürlich, das habe ich gerade nicht gesehen. Das war angemerkt richtig geil aus. Schaut, wie das macht. Die Menschheit. Oh, das ist die Bude. Hier kommt das Begrüßungskomitee. Stellst du dich nicht selbst vor?
Wie gerne ist das? Ach, das sind die praktischen Gegner. Das sind alle die ehemaligen Anzeigen. Ach ja, umso höher unsere Kombo ist, umso mehr Gegner bekommen wir von den Gegnern. Kann man auch hier einfach so verdashen, wir lassen dann. Ich glaube sogar immer Gegner sehen, kommt einfach. Halt mehr Geld. Das war's schon. Wir wärmen mich. Ja. Ist auch nur mal ein Gegner. Ein Boomer. Gesagt. Hier! Hab ich das schon gesehen, Roger? Danke für diese Info. Ja, ich fahre einfach mal runter. Auch ein Fehler. Shit. Ja, das schaut neu aus. Man kann übrigens hier Waffen und Fertigkeiten aufleveln. Aua. Damit diese stärker werden. Weiß nicht, ob das gezielt war oder per Kauf. Also ich glaube, man muss dafür die ganzen Sachen kaufen. Aua! Ich bin gerade ein bisschen... Warum noch keine solche Probleme? Wow! Ja, zum Glück. Okay. Ich hätte auch mal einfach kaputt werden können. Oh, das ist schlecht. Ah ja, egal, ich lasse mal die ganzen Knospen vor. Ich lasse die meisten. Lass den Krieg in Ruhe. Ja, ich weiß, Effekte verschieben. Habe ich schon gesehen. Ich mit dir. Kann man mich jetzt wieder ein bisschen ruhen lassen? Wirklich. Kannst du mal nur wegen so einem Scheiß gegen das Ding nicht schieben. Das muss reichen. Ja. Ganz cool. Ja, es gibt hier auch in der Welt versteckte Truhen. Die haben... Okay, das war's nicht zum Vollhang. Aber es gibt in dem Game auch Lebenssteine, die wie Herzcontainer selber fungieren und Zornsteine. Also sprich, Bestandsmengen an Lebens- bzw. Zornsteine sammeln und Zorn und uns erst nicht selber zu. Ich sag ja, das Game hat sehr viele Anspielungen an andere Spielereien. Was ich da richtig cool finde.
Aber schon das hat den Knick und Charme meines Darkseiders ausgemacht. Ich hoffe, es werden die mit Darkseiders 3 auch so beibehalten. Ach ja, und es gibt keinen Fallschaden. Also, wenn wir mal rein, wie jetzt. Ist egal. Meine Güte, warum hat das so fest wissen? Beim ersten Mal kann ich es nicht verstehen, beim zweiten Mal. Was soll ich meinen? Ach nee, verliere. Leute, die trifft sich wirklich nur durch Kombo drauf oder dann geht sie nur gelbe Seelen verlassen. Das ist aber falsch, auf jeden Fall sehe ich hier. Wir brauchen jetzt eine Zornfähigkeit, eine komplette Zornbalken. Okay. Später noch alle Status, die Fähigkeit für Kontaktwürfe. Au, 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 au. Au. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Scheiße. Sorry. Lebensstand nutzen muss, also zum Heilen. Ich würde das gerne auch machen. Aber ja, wie es aussieht, wenn ich mich weiter so anstelle, schon. Ja, denn ich bin fast gut. Und das tut auch, das soll ich komplett sein. Ich dachte, das muss nicht komplett sein. Ach, sehr gut. Hätte ich dann schon. Das sah einfach so schlecht aus. Ich habe mich gar nicht umsonst geheilt. Ist das so krass? Ist der irgendwo zu oder so? Schade. Das war knapp. Das ist einfach eine Treppe. Das ist doch lästig. Kannst du nochmal eine Treppe gehen, die auf stehen bleibt? Das wäre nett. Ach, Natur. Bitte, 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 bitte. Also Heilung. Nur eine gratis Sofortheilung. Ah, das ist die Kreuzung. Denn hier ist nämlich in der Nähe das erste Artefakt. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Dann ist das dritte Königreich verloren. Aus. Subtil. Okay. Ich hab dich fast nicht kommen gehört. Fulgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Unser Händler. Von dem bekommen wir Map-Daten.
ersten Teleporter, wo man ihn sieht, und... Da waren ein paar junge Leute. Spektakulär. Einfach Händler. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt? Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben. Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stille ich deine Neugier. Arschkopf. Stimmt. Ich muss jetzt bestimmt zwei ganze Seelen sammeln. Ich. Okay. Und das jetzt? Achso, okay. Ich kann's. Okay. Weltkarte. Ja, hier habe ich halt damals gesehen, was ich machen muss. Ich muss sowas noch gesehen haben. Ich muss mal kurz. Wenn ich. Nordwesten. Hier muss in der Richtung ein Fett sein. So wie. So wie der noch zuerst hat. Ich weiß nicht, wenn ich noch hat, ich sehr erinnern. Ja, hier unten. Wenn ich dort bin. Im Wasser. Tauchen. So, das ist das erste Artefakt. Soldat. Diese alten Insignien wurden den Legionen der Hölle als Trophäen für das Blutbad in den letzten Tagen der Welt durch. Bringen Sie es zu Wund, damit er dafür entlohnt. Ich habe vergessen, nicht dort anzunehmen. Ich glaube nicht so. Ach so, kommt dann zu. Ich glaube, das waren schön viele Seelen drin. Ja, die sehe ich alles gemeint. Ich habe vergessen, aus welchem Spielteil die sind. Ja, schön für die Seele. Nein, nicht 100. Ach, die haben wir auch. Togo. Schön, okay. Ich glaube, für die Artefakte kommen wir meistens entweder noch die Seelen oder das ist eine Heilung, das interessiert mich nicht. Irgendwelche neuen Angriffe. Wow. What the fuck? Das war viel Schaden. What the fuck? Warum mal gerade Schaden, du Penner? Alter, der Digga mit allen Angriffen ganz scheiß abgezogen. Echt nicht cool, Luke. Nicht cool. Wow. Alter. Die
stark dieses Viech am Anfang ist, einfach schon, das ist traurig. Ich brauche halt noch 138 Seelen. Und jetzt krieg halt den Gegner noch fast keine. Ich muss halt stark Gegner nehmen. Der war lästig. Aber gut, der kriegt wenigstens. Der kriegt eine Blüte. Sehr gut. Das ist gesehen. Jetzt noch so ein Gegner. Der war angenehm fertig zu machen. Also schon. Was war? Hallo? Okay. Haha. Das war doch cool. Okay. Nein. Ich hab wieder meinen Lieblingsgegner. Au. Ich hab außerdem einen von den letzten Heiligen. Scheiße, ich bin gleich tot. Pass. Da oben ist was. Pass. Ich bin... Ach du Scheiße. Das Ding macht halt einfach so viel Schaden, das ist unfair. Ich hab halt extra von diesem Gegner. Wie sehr ich das war. Jetzt geht mir eine komplette Energieleiste zu. Shit. Das ist einfach ein Schwert, wie ich am Anfang des Spiels ausmachen kann. Das ist abartig. Also, das sind dann. Aber so viele Dinge. Also wenn man noch Hexer stellen will, bekommen wir übrigens auch Seele. Das kommt man schnappjetten. Nein, komm mal rein. Ist hier irgendwas? Aushandbegegnung. Ach, ein WP. Hey! Ich komm nicht hier, bitte. Von vorne, bitte. Scheiß Weichel, ja.
Oh, jetzt sollen wir uns hier haben. Jetzt. Eigentlich. Ich hab halt nicht mal den Sprintstoß mehr. Wir haben jetzt genug Seelen, um Wohlgrims Hunger zu stillen. Vielleicht kann er jetzt unsere Neugier stillen. Okay, ja, gucken ist keine Ahnung. Also doch schon, aber. Diese alten Tore haben ihren eigenen Kopf. Aber hiermit wirst du vielleicht verstanden werden. Hinter dem Tor musst du Samaels Gefängnis suchen. Einst war Samaels Macht fast so groß wie die des dunklen Prinzen. Manche sagen sogar, er sei eine Bedrohung gewesen. Du wirst feststellen, dass er kein Freund des Zerstörers ist. Komm zu mir, wenn du noch mehr Seelen gesammelt hast. Ich glaube, Samuel. Ich werde dich dafür entlohnen. Erste Dungeon. Wolfram müsste. Captor. Auf deiner Reise wirst du in den Besitz bestimmter Gegenstände kommen, die für mich besonders interessant sind. Artefakte der Legion der Gefallenen. Wenn du Legionsartefakte findest, dann bring sie mir. Wenn sie tragen, manche Lebewesen werden vom Ohrmetallung des Horns auch zurückgestoßen. Ja, schon. Am Waffmeister nutzungserhöht den Schaden, der durch Waffenangriff verursacht wird. Fluch generiert auf natürlicherweise der Zeitform. Ach ja, Artefakt tauschen. Der alte Wulgrim hat etwas Neues für dich. Ja. Da, das kriegt man nicht für Artefakt. Oh, ich will die Sense. Todsense? ich brauche unbedingt. Genau, hier können wir unsere Fertigkeiten aufleveln. Dämonenschneider. Warte, das ist. Das muss ich kaufen, ernsthaft. Wieder auch verschwinden, kannst du mal auch. Okay. Cool. Ja, gut, ich. Ich kaufe mir erst einmal nichts, weil ich auch die Sense sparen will. Ach ja, genau. Ich musste hier den Schiff zuweisen erstmal. Bis bald! Was ist das denn? Ja. Hallo. Das Hornsignal meiner Ahnen. Endlich aus dem traumlosen Schlaf erwacht. Sind wir also frei? Niemand ist frei, solange der Zerstörer noch atmet. Zerstörer, ja. An seine Dienste sind wir gebunden, obwohl wir Feinde bleiben. Daher sind seine Feinde unsere Freunde. Schreite hindurch, Freund. Du musst den Sieg bringen. Du musst die Freiheit bringen. Ja, ja, mach ich ja noch keine Angst. Aber... Wenn das das Tor war, kann ich es kaum erwarten, herauszufinden, was dahinter ist. Im nächsten Part erfahren wir das, Watcher. Denn hier war es das für heute. Für diesen Part.
bis zum nächsten Mal. Sayonara.